Und zwar ist dort um ca. 08.15 Uhr ziemlich genau der 64-jährige Franz Hofer, amtierender Bürgermeister der Gemeinde Kirchberg auf der Donau und Jagdleiter auch im Gemeindegebiet von Kirchberg auf der Donau, plötzlich einmal verletzt worden durch zwei Schüsse. Und zwar war das so, dass er am Weg war zu einem Fußpflegeinstitut, welches sich dort in dieser Ortschaft befindet. Und offensichtlich ist er vom Täter verfolgt worden oder irgendwo abgepasst worden. Jedenfalls gibt es mehrere Zeugenaussagen, die in diese Richtung gehen, dass beide mehr oder weniger gleichzeitig aus dem Auto gestiegen sind. Und der Täter hat dann ohne weitere sozusagen Gespräche oder sonstige Drohungen auf den Bürgermeister geschossen, einmal geschossen. Der Bürgermeister Franz Hofer ist dann geflüchtet über eine Wiese, wurde kurz vom Täter verfolgt. Der Täter hat dann aber umgekehrt, hat sich von seinem Fahrzeug eine Langwaffe geholt und ist dann in weiterer Folge sozusagen dem Franz Hofer gefolgt und hat ihn dann tödlich mit einem zweiten Schuss verletzt. Anschließend ist er zum Fahrzeug zurückgekehrt. Um 08.25 Uhr ging der erste Notruf bei der Polizei ein in unserer Landesnetzzentrale, von wo sofort eine Alarmfahndung dann ausgerufen wurde. Der Täter dürfte dann mit seinem Fahrzeug, das ist der bereits beschriebene VW Golf Caddy mit Worbacher Kennzeichen 231 Emil Ludwig, direkt sozusagen zum nächsten Tatort gefahren sein. Dieser zweite Tatort befindet sich nur wenige sozusagen Kilometer, ich glaube, es ist Luftlinie nur ein Kilometer entfernt vom ersten Tatort, und zwar in einer Ortschaft im Gemeindegebiet von Arnreit, und zwar in einem außerhalb gelegenen Dorfgebiet. Dort zwischen 08.30 Uhr und 09 Uhr, es wird so gegen 08.45 Uhr vielleicht gewesen sein, hat er den 64-jährigen im Ruhestand befindlichen Polizeibeamten und Jagdleiter, ehemaligen Jagdleiter aus Anreit, offensichtlich in seinem Wohnzimmer überrascht. Das Haus war unversperrt und offen, wie es sozusagen im dörflichen Bereich sehr oft der Fall ist und hat ihn dort mit einem gezielten Schuss ebenfalls getötet. Anschließend flüchtete der Täter mit seinem VW Caddy in Richtung B127, also in Richtung der Worbacher Bundesstraße, und ab diesem Zeitpunkt wissen wir nicht, wo er sich tatsächlich aufhält.